Ich möchte in der neuen Playlist Alles verloren, Simulation, ein mögliches Szenario durchgehen. Ein Szenario, das sich bestimmt über mehrere Wochen, nicht sogar über Monate ziehen wird, weil ich immer nur Zeit habe, ein bisschen was zu drehen, vor allem am Wochenende oder vielleicht mal abends. Und dabei soll es darum gehen, was passieren könnte, was uns allen passieren könnte. So unwahrscheinlich es das auch ist. Ich meine, es ist ein sehr düsteres Szenario. Damit das ich alleine durchdrehen kann, werde ich meine Familie gleich am Anfang der ersten Folge verschwinden lassen. Lasst euch überraschen. Es ist ein sehr düsteres Szenario, das gebe ich zu. Und nicht alles ist super wahrscheinlich, aber auch nicht total unwahrscheinlich. Es könnte durchaus so kommen oder ähnlich. Und ich will euch zeigen, anhand dieser Serie, was ich falsch mache, wie ich damit umgehe, was ich richtig mache. Ich werde bewusst falsch machen. Ich gehe immer von dem Worst-Case-Szenario aus. Also ich werde das so abdrehen, dass wirklich der für mich schlimmste Zustand eintreten würde, wenn es kommen würde. Und das Ganze fängt an, ja, im September. Und ja, lasst euch überraschen. Schaut rein. Nehmt es wirklich nur als Simulation, auch wenn es sehr echt wirken wird. Weil ich würde es nicht mir und keinem anderen wünschen, dass es so kommt. Aber wie gesagt, so unwahrscheinlich ist es nicht. Heute wurde bekannt gegeben, dass die Berliner Demo am 29.08. verboten wurde. Daraufhin wurde aufgerufen, trotzdem hinzugehen und notfalls mit Gewalt sich durchzusetzen und Gehör zu verschaffen. Ich will es gar nicht bewerten, aber es zeigt, dass die Gesellschaft sich immer mehr spaltet und dass immer mehr Probleme auftauchen werden. Und mein Problem hat mit der familiären Situation, die sich jetzt nur auf mich bezieht, aber auch so ein paar externe Randbedingungen mit einbezieht. Wie gesagt, schaut rein, schaut es euch an. Ich würde mich freuen, wenn ihr möglichst viel kommentiert, sowohl positiv als auch negativ. Ich bin für Kritik natürlich immer offen. Wie gesagt, ich will halt ein möglichst realistisches Szenario aufbauen, aber auch ein sehr extremes Szenario, um den Leuten bewusst zu machen, was kommen könnte, worauf es hinausläuft. Dann bis bald.